Kannst du mal sehen, kann ich mich wieder noch als den Kuchen haben, oder?
Menü gekostet haben? Ja, von der Ruhe. Das ist ein Schweinchen. Was ist das jetzt wieder auf dem Fässer? Halt mal kurz. Mal hier in der Fässer. Wir machen es damals drauf. Wir können es nur sagen, es ist drauf. Richtig. Alles braucht uns. Liebe Gäste und liebe Teilnehmer unseres 12. Wettbewerbs im historischen Kochen. Ihr seid uns jetzt hier einig auf der Bühne. Sie sehen ja hier, die Jury steht. Sie hat eine Entscheidung. Den vierten Platz im historischen Kochen in diesem Jahr zum Thema Schlachtefest geht an den Verein der Hauptstadtküche Berlin e.V. Den zweiten vierten Platz hat das überbetriebliche Ausbildungszentrum Frankfurt-Oder. Den dritten Platz hat der VfBQ Bad Freienwalde e.V. Den zweiten Platz belegt Verein der Köche Scharmützelsee und Umgebung e.V. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird es richtig spannend, aber es bleibt ja bloß einer übrig von den fünf Mannschaften. Der erste Preis im Wettbewerb Historisches Kochen in diesem Jahr geht an Jespul Sko Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Vorkriegsjahre, das waren so nachher die